Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es um was Neues und zwar nicht mehr um die Forms-Sache hier mit den Cookies. Machen wir ein neues Kapitel, schließen die Files sozusagen ab. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, wie immer Kommentare und so weiter und so fort, ihr kennt das Ganze ja mittlerweile. Okay, so Cookies sind eine weitere globale Variable, so wie alle $irgendwas-Variablen. Das ist ziemlich geil, denn wir können hier in unserer PHP-File hier drüben einen Cookie setzen und ihn dann jederzeit wieder auslesen. Funktioniert auch mit Sessions, das machen wir mal nächstes Mal. Und der Cookie wird dann sogar lokal gespeichert auf dem Nutzer-PC. Das ist sehr cool, denn man kann dann auch später, wenn der Nutzer wieder zurückkommt, diesen Cookie auslesen und zum Beispiel kann man ihn dann direkt wieder angemeldet lassen. Das heißt, wenn ihr eine Webseite habt, wo man sich irgendwie anmelden kann oder sowas über eine Datenbank, dann legt ihr einen Cookie auf dem PC ab, natürlich nur, wenn der Nutzer das erlaubt hat. Legt ihr den Cookie auf dem PC ab und dann kann man sich sozusagen, muss man sich nicht mehr neu anmelden und kann einfach direkt wieder sagen, okay, ich bin da und alles ist gut. Also ohne neue Passwort eingeben und so weiter und so fort, funktioniert nur mit Cookies. Manche Nutzer sagen, Cookies sind scheiße. Cookies sind nicht scheiße, sondern es kommt immer auf die Nutzungsart drauf an. Tracking-Cookies sind definitiv scheiße, also bitte nicht benutzen. Aber die normalen Cookies haben wirklich ihren Sinn. Gut. Deswegen zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Wir sagen jetzt hier erstmal if, achso, halt mal, das ist das Falsche. Wir müssen natürlich erstmal den Cookie setzen. Den Cookie setzen tut man normalerweise ganz oben über dem HTML hier. Und da machen wir einfach mal das Doctype HTML weg. Hier packen wir unseren Cookie rein. Hier setzen wir den ganz am Anfang, bevor wir irgendwas anderes tun. Das macht man meistens so mit Cookies. Beziehungsweise eigentlich immer, man muss, glaube ich, sogar die SetCookie-Funktion vor allem, also vor dem HTML-Tag hier aufrufen, damit sie überhaupt funktioniert. Also wenn ihr hier unten irgendwo einen Cookie setzt, braucht ihr euch nicht wundern, warum es nicht funktioniert vor diesem HTML-Tag, also oben drüber. Okay, weil eben Cookie, globale Variable und ziemlich wichtig und so, deswegen, ja. Gut, was wir machen wollen ist, wir wollen einen Cookie setzen, naja gut, Cookie setzen. Da gibt es eine Funktion, die nennt sich setCookie, Cookie setzen, ihr kennt das Ganze vielleicht. Okay, so ihr seht, es ist nicht gerade übersichtlich und schnuckelig oder sowas, aber das meiste brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen im Prinzip nur den Cookie-Namen, Achtung, den müsst ihr euch merken, beziehungsweise irgendwo bei euch auf der Webseite speichern. Und den Cookie-Value, den kann man dann setzen, wie man gerade lustig ist. Also zum Beispiel sagen wir, ohne Dollar, wir sagen hier einfach, der Cookie heißt User. Und dann haben wir hier drüben den Wert von dem User. Also zum Beispiel hat er sich gerade bei uns angemeldet auf unserer Website, also nicht registriert, sondern angemeldet. Und dann setzen wir den Cookie, dass er sich angemeldet hat. Das heißt, er bleibt angemeldet, bis er sich wieder abmeldet. Beim Abmelden löschen wir den Cookie wieder. Und so lange ist er dann wirklich angemeldet, egal ob er die Webseite mal schließt und danach wieder aufmacht und so weiter und so fort. Alles noch da. Also es geht nichts mehr verloren. Deswegen sagen wir hier setCookie. Und dann kommt hier der User rein, also der Name von dem User. Den werdet ihr wahrscheinlich aus den Anmeldeforms rausziehen müssen. Oder ja, sowas in der Richtung halt. In dem Fall sage ich jetzt einfach mal Morpheus als Cookie. Und was wir noch machen können, beziehungsweise was wir machen wollen, ist, wir wollen die Zeit setzen. Wir wollen ja wissen, wann er sich angemeldet hat. Und deswegen wollen wir den Cookie nicht unendlich lange gültig haben. Jetzt, wie machen wir das, dass der Cookie irgendwann mal ausläuft? Ihr könnt hier gerne mal drüber fahren. Expire Int ist das, was wir setzen wollen, also das dritte von oben, ungefähr auf der Höhe meines Mauszeigers. Expire Int ist die Zeit, wann er ausläuft. Vorsicht, ich habe schon mal ein Video über Date und Time gemacht, da könnt ihr gerne mal nachgucken. Was wir machen wollen ist, wir wollen natürlich die aktuelle Zeit erstmal haben und dann wollen wir, also wenn wir jetzt Time hier eintragen, dann läuft der Cookie sofort wieder aus, das ist ein bisschen bescheuert. Das heißt, er ist keine einzige Sekunde gültig. Das liefert uns allerdings die Timestamp, also die Sekunden nach dem 01.01.1970, 0 Uhr. Und dann brauchen wir hier Plus und dann eben die Sekunden draufrechnen, die wir den Cookie gültig haben wollen. Kleine Faustregel, das sind die Sekunden, die ihr an einem Tag habt. Könnt ihr gerne mal nachrechnen. Und jetzt sagen wir, wie viele Tage wollen wir den Cookie gültig haben? Naja, wir wollen, dass er, keine Ahnung, vielleicht sagen wir mal, einen Monat gültig ist. Also einen guten Monat, 31 Tage oder 30 Tage, je nachdem, wie ihr es wollt. Das wollen wir für den Cookie setzen. So, und dann wollen wir den ganzen Cookie noch global machen. Das heißt, wir wollen ihn überall
erreichen. Das solltet ihr eigentlich fast immer machen. Wenn ihr einen wichtigen Cookie habt, dann setzt ihr hier einfach das Ganze auf den Slash. Das heißt, ihr könnt auf jeder Webseite drauf zugreifen und nicht nur in diesem Unterordner sozusagen, sondern überall. Also zum Beispiel YouTube, wenn ihr den Cookie setzt in einer Watch-Seite auf YouTube, dann ist er nicht nur auf allen Watch-Seiten gültig, sondern auf komplett YouTube eben. Sehr sinnvoll, deswegen sollte man diesen Slash hier setzen. Okay, und somit haben wir schon unseren Cookie gesetzt. Jetzt ist der ganze Cookie 30 Tage gültig für den User Morpheus und zwar auf der kompletten Domain. Sehr praktisch. Und jetzt wollen wir hier unten mal gucken, ob unser User denn angemeldet ist. Also sagen wir if, und das könnt ihr übrigens auch hier oben einfügen, wenn ihr den Cookie schon gesetzt habt, dann setzt ihr ihn nicht nochmal neu, sondern lasst das Ganze, also packt es sowieso alles in Funktion und so weiter, das brauche ich euch eigentlich, glaube ich, nicht erzählen. If is set, also wenn der Cookie gesetzt ist, $Bodenstrich, und jetzt kommt die globale Variable, die alle Cookies speichert, die ist einfach Cookie genannt. Genau, und hier muss derselbe Name wieder rein, also dieser Username, der muss hier auch wieder rein, und zwar 1:1. Welche Variable, also das ist der Wert hier drin, welcher Wert drin steht, das müssen wir nicht wissen, das kann man nämlich meistens einfach nicht wissen, weil ihr nicht wisst, wie eure ganzen Benutzer heißen, aber dieser Name, wie ihr quasi den Cookie ansprecht, der muss gegeben sein und der muss hier und hier überall derselbe sein. Okay, also if is set cookie, dieser User Cookie eben, dann wollen wir folgendes machen, echo willkommen zurück, und dann wollen wir den Namen ausgeben von unserem if is set, also das wäre gerade das not gewesen, das wäre, wenn er nicht gesetzt ist, so wir haben wir rausbekommen, dass er gesetzt ist. Wenn er gesetzt ist, dann geben wir einfach noch den Namen aus, $Cookie, und zwar von User, also wir sprechen wieder den User-Cookie an, ihr könnt ja beliebig viele Cookies setzen, ihr müsst ja nicht nur einen Cookie setzen, ihr könnt natürlich auch noch 1000 weitere setzen, aber da müsst ihr hier immer drauf achten, welcher Cookie ist denn für was zuständig, der User-Cookie enthält den User und keine Ahnung, der Login-Cookie, ach keine Ahnung, ich bin nicht so kreativ gerade, deswegen sagen wir hier einfach nur willkommen zurück User, also den Namen von dem User. So, und jetzt führen wir die Seite einfach mal aus, ihr seht es, ist noch vom letzten Mal. Der Cookie hier hat nicht funktioniert, aber nochmal aktualisieren und schon steht er da. Also beim ersten Mal wird er gesetzt und wenn ihr dann die Seite nochmal aktualisiert, dann ist er da und dann steht da willkommen zurück Morpheus. Ja, wie gesagt, hier einfach eine Variable eintragen und ihr habt einen dynamischen Cookie. Logischerweise braucht man dynamische Cookies und nicht einfach solche festen Dinger, die immer überall Morpheus reinschreiben. Wäre ja doof. Okay, wie kann ich jetzt den Cookie verändern? Achso, was machen wir übrigens, wenn der User keine Cookies erlaubt hat? Dann ist einfach hier bei diesem isSetCookie kommt nie true raus. Das heißt, da ist einfach nie irgendwas drin. Und deswegen könnt ihr euch da einfach, ja, einfach mal sagen, dass da halt nie was rauskommt. Ihr könnt es auch explizit testen, ob überhaupt irgendwelche Cookies für eure Webseite getestet, da sind. Dann sagt ihr count von $Cookie. Und schon habt ihr alle Cookies, die gezählt werden. Wenn dieser Count größer ist als 0, dann gibt es überhaupt irgendwelche Cookies und ansonsten hat der User eben keine Cookies zugelassen. Aber das mit dem isSet sollte auch funktionieren. So, jetzt die Methode, wie kann ich denn Cookies modifizieren, also verändern? Naja gut, was wir da machen ist einfach, wir setzen den Cookie einfach nochmal neu. Das heißt, das hier verändert auch gleichzeitig euren User-Cookie. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier gerade eben Morpheus drin stehen habe, und jetzt schreibe ich the rein, dann kommt beim nächsten Mal Seite neu laden, wird der Cookie neu gesetzt. Das sieht man jetzt hier noch nicht, aber wenn ich jetzt wieder neu lade, dann steht hier the drin. Und wir haben den Cookie modifiziert. Neu setzen, also wirklich ändern, geht auch über diese setCookie-Methode. Wie löschen wir den Cookie? Naja, wir löschen ihn, indem wir sagen, wir schreiben hier nichts mehr rein. Anders geht es tatsächlich nicht. Oder ihr sagt, diese Time wird einfach hier nur auf eine Sekunde gesetzt, das heißt, der Cookie wird direkt wieder gelöscht. Okay, das sind die Methoden, wie ihr es machen könnt und das ist auch im Prinzip schon alles, was ihr über Cookies wissen müsst. Das Interessante daran ist, wie gesagt, nicht, dass ich hier unten auf eine Variable zugreifen kann, die ich hier oben gesetzt habe, das ist irgendwie total bescheuert, sondern dass die Variable auch bestehen bleibt, weil sie lokal beim User abgespeichert wird
wenn der Benutzer eben die Webseite schließt und danach wieder neu aufmacht. Und der Cookie ist dann nicht nur auf dieser index.php-File gültig, sondern auch auf menü.php und auf, gut, okay, eine andere PHP-File haben wir nicht, aber er ist auf allen Files gültig. Das heißt, ihr könnt ihn einfach überall über $cookie-user ansprechen und habt dann euren Usernamen überall zur Verfügung. Sehr praktisch und ja, kann man nur empfehlen. Wirklich, Cookies sind an sich nicht böse, nur wenn man sie missbraucht, dann werden sie böse. Also seid gut und missbraucht keine Cookies, die haben es echt nicht verdient. Okay, bis zum nächsten Mal, ciao!